OnlyFans. Oh. Wir hätten einfach schon kommenden Freitag geheiratet. Oh mein Gott. Das ist das zusätzliche Gewicht, was du tragen musst. Schaffst du das? Wir sind gerade angekommen und uns erwartet hier ein wunderschöner Regenbogen, der so richtig hell ist. Also es leuchtet da hinten so richtig auf dem Boden, wo der endet. Richtig krass schön. Nach dem Geburt, gefällt es dir hier? Wir sind hier gerade noch mal ein bisschen am Strand. Wir haben extra unsere Mützchen eingepackt. Hier sind noch ganz viele andere Arbeitskollegen hier von Simon, ganz viele kleine Hunde. Und? Das hat geklappt. So halb. Da fühlt sich jemand verarscht. Na gut, er kriegt jetzt ein Leckerli. Ganz kurze Decke. So, hey, das ist ein Leckerli. Hat er einen Deckel reingebissen? Er hat gerade echt in meinen Daumen in den Mund genommen, aber nicht gebissen. Ist auch mal sehr witzig, ist, wenn man ihm die Leckerli-Tasche reinhält, beißt er auch mal rein. Oh Mann, Sam. Monsieur, mach mal Sitz. Du sabberst hier gerade meine frisch gewaschene Hose voll. Du bist so ein kleiner verschmuster Kerl, weißt du das? Zuletzt ist er so richtig verschmust. Ach ja, er war beim Friseur, das haben wir euch noch gar nicht erzählt. Der ist hier ganz frisch wieder frisiert, ne? Die Wohnung ist endlich sauber und er ist halt richtig fit, also das merkt man ja auch gerade. So richtig unerzogen bist du immer mit kurzem Fell. Wie ein kleiner Welpe. Du, Till besorgt uns gerade was zu essen, aber nicht für dich. Wir haben jetzt hier ein Backfisch. Guck mal, und die Brötchen sind in Muschelform. Richtig cool. Und hier die Vögel im Hintergrund. Wir müssen nur aufpassen, dass die Möwen nicht die Brötchen hier wegklauen. Ja, das ist ja hier so ein Thema. Die sind echt snitchy hier. Ach Sam, heute ist echt dein Battletag, ne? Normalerweise sind wir nicht so die Eisesser, aber wir hatten richtig Bock auf Eis, weil das Wetter so gut ist. Und ich finde auch so selbstgemachtes Eis aus dem Eiscafé. Ich glaube hier gerade, gerade in der Region hier ist es auch so, keine Ahnung, so speziell selbstgemacht mit einer geilen Rezeptur. Allein das Vanilleeis schmeckt so geil. Ja. Und lecker noch schwarzer Teller hier. Wir sind beide auf jeden Fall Vanille. Fans, oh. Sam, das ist also deine neue Taktik, um am Essen zu kommen. Schön, Gehfehler. Ich habe auf jeden Fall noch Joghurt, Kirsche dazu genommen. Guten Morgen, ihr kleinen Frechdachse. Wir haben jetzt gerade schon was für eine Kooperation abgedreht. Und jetzt wollen wir gleich an die Altstar. Sam hat ein Leckerli versprochen bekommen, deswegen ist er gerade sehr aufmüpfig. Oh, du bist so ekelhaft. Ich schwöre, warum? Warum? Oh. Sam hat gerade auf jeden Fall, guck mal, es gibt Leckerli. Wow, 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 wow. Sam hat auf jeden Fall richtig brav gewartet, während wir abgedreht haben und stand nicht im Weg rum. Deswegen gibt es Leckerli. Und hier gibt es die ganzen Späße. Das hat sich so ein bisschen angesammelt. Also eigentlich, wir kaufen gar nicht so übertrieben viel. Aber von den Adventskalendern ist ja echt viel übrig geblieben. Aber das wird alles nach und nach gefüttert. Und heute gibt es mal schönen Chew-Snack. Leute, das ist einfach mal so krass. Wir hätten einfach schon kommenden Freitag geheiratet. Ich suche hier mal kurz das Datum raus. Am 5. April um 9.30 Uhr. Ich habe es sogar noch in meinen Kalender gespeichert. Wir hatten den Termin ja auch erstmal angenommen. Wir wollten ja ursprünglich im Standesamt in Alfna in Hamburg heiraten. Es ist super schön da. Es ist immer noch sehr traurig, dass es nicht geklappt hat, aber die hatten halt nur diesen einen Termin noch frei. Und wir sind ja extra auch an dem Tag, da waren ja super viele Leute, ne? Also ich weiß nicht, ob wir euch das hier erzählt hatten. Wir sind auf jeden Fall extra an dem Tag, wo man den Termin hätte machen können, für das Datum, was wir eigentlich wollten im Mai, hingefahren. Wir sind halt extra morgens direkt hingefahren, als das Standesamt geöffnet hat. Und da war schon eine Schlange, das wussten wir halt echt nicht. Also die Leute standen schon vor der Öffnungszeit da und haben eine riesengroße Schlange gebildet. Ja, es waren natürlich dann alle Termine schon weg, als wir an der Reihe waren. Und der einzige Termin wäre jetzt am Freitag gewesen, um 9.30 Uhr. Und wir hatten ihn ja erstmal genommen, weil wir dachten, oh scheiße, dann heiraten wir einfach ein bisschen früher standesamtlich. Aber letztendlich haben wir uns auch so Gedanken gemacht und hatten uns gesagt, nee, April ist so wechselhaft mit dem Wetter, das ist einfach nicht sicher. Und dann halt auch 9.30 Uhr ist sehr zeitig, dann wollten mir eigentlich ja danach noch mit der Familie essen gehen und das wäre einfach, ja, da hätte man brunchen gehen können, mehr aber auch nicht. Und dann haben wir den Termin ja abgesagt und haben uns dann doch für ein anderes Standesamt entschieden. Was halt jetzt nicht unsere erste Wahl gewesen wäre, aber dafür
haben wir genau das Datum bekommen, was wir auch ursprünglich haben wollten. Und ja, darüber freuen wir uns halt sehr, weil es ist schon krass jetzt. Also jetzt gerade merkt man erst, wie schnell einfach die ganze Zeit vergeht, weil wir hätten einfach schon in 6 Tagen geheiratet. Also das muss man sich mal wirklich reinziehen. Und ich glaube jetzt bis Mai, und wir heiraten ja Anfang Mai, wird da jetzt auch nicht viel langsamer in die Zeit vergehen. Also es wird richtig Schlag auf Schlag jetzt kommen. Von daher, also ja krass. Richtig aufregend vom Gefühl auf jeden Fall. Wir freuen uns ja schon sehr darauf. Und müssen uns jetzt am Wochenende auch echt mal an die letzten Planungen so setzen. Das ist übrigens mein OOTD. Das kann ich euch mal unten verlinken. Ist mit einer Tasche von H&M. Den Trenchcoat hatte ich tatsächlich in Bremen in der Waterfront gekauft. Da hatten wir nur nicht gefilmt, weil wir Angst hatten, in Centern darf man ganz oft nicht filmen. Da haben wir schon mehrmals Verbote bekommen. Deswegen haben wir euch da nicht groß mitgenommen. Aber ja, kann ich euch mal komplett unten verlinken. Und das Kleid, was ich heute anhabe, das grüne, ist tatsächlich von Temu. Das hatte ich da bestellt. Ich zeige euch mal, das hat mir euch auch gar nicht gezeigt. Bei IKEA hatten wir ja die Blumen hier jetzt geholt und ausgetauscht. Und das gefällt uns auch richtig gut. Also es ist so richtig frühlingshaft. Bringt so richtig frischen Wind hier rein. Und das hatten wir ja im Depot-Outlet gekauft. Das gibt es wahrscheinlich nicht mehr bei Depot, weil es, wie gesagt, im Outlet war. Aber vielleicht habt ihr ja Glück. Ist halt ganz cool, um das immer so als Lückenfüller irgendwo so höher hochzustellen, wo der Platz ist in der Wohnung. Das ist jetzt der Flohbereich. Der gefällt uns sehr gut. Und auch hier mit dem Teppich ist alles wieder schön hell. So wie wir es beide tatsächlich mögen. Also das Witzige ist, Phil, als wir uns kennengelernt haben, war er ja richtig so Typ dunkel, alles so schwarz wie möglich, Regale schwarz, so gefühlt nur schwarze Einrichtung. Es ist nicht so, dass wir hier alles so einrichten, wie ich es haben möchte, sondern wirklich, wie wir es haben wollen, weil er diesen Stil jetzt auch richtig gerne mag. Er meinte, er ist in meine Wohnung damals gekommen, die vorherige, und fand das so schön mit diesem hellen Beige-Tön und dem Gold. Und er meinte, das mag er auch richtig gerne. Aber deshalb haben wir das Büro hier ja zum Beispiel auch ein bisschen dunkler gemacht, damit das auch mal so ein kleiner Farbakzent ist. Ich mag das auch richtig gern mit dem dunklen Büro. Also gefällt mir auch sehr gut. Ich kann euch ja immer noch nicht alles zeigen, weil auf dem IKEA-Kanal ja noch der Rest hier vom Büro online gehen wird. Aber so in dem Stil ist es halt wirklich komplett mit den dunklen Möbeln. Und die Bilder übrigens, da fragt ihr auch immer wieder nach, die haben wir bei Pinterest einfach rausgesucht und die drucken lassen. Also super easy, falls ihr euch fragt, woher die Bilder sind. Sie waren nicht teuer. Ja, aber das freut mich natürlich, dass Phil auch diese helle Einrichtung mag. Also ich kann mich auch gut damit arrangieren, wenn ein bisschen schwarz reinkommt. Haben wir deshalb bleib. Brauchst nicht runterkommen. Ich komme eh noch mal nach oben. Wir haben nämlich im Wohnzimmer ja auch so ein bisschen schwarz, weil unsere Fenster ja auch schwarz sind. Also die Rahmen. Und so haben wir überall ein paar beige Farbakzente in der Wohnung, aber halt auch die schwarzen, die ich, wie gesagt, auch sehr schön finde. Also so haben wir das alles so ein bisschen kombiniert und vereint. Ich bin jetzt auch wieder zurück vom Sport. Jetzt kann es auch endlich losgehen. Wir haben gerade noch ein Paket bekommen. Und zwar wird es hier vorne nochmal so eine kleine Garderobe geben, weil wir immer das Problem hatten, dass hier kein Platz war für Jacken. Und zwar hier vorne. Und die Blume, die hier vorne stand, die steht jetzt da vorne. Ich finde, die passt hier auch nochmal einen Zacken besser hin. Das macht das Ganze nochmal ein bisschen runder vom Look. Ne? Moin. Guten Tag. Hi. Guten Tag. Da ist schon jemand richtig nervös hinten. Ja. Wir sind jetzt an die Alster gefahren und gehen eine Runde spazieren. Es ist so schönes Wetter. Es sind 20 Grad. Es ist zwar sehr bewölkt, aber da guckt man, die Sonne kommt trotzdem so ein kleines bisschen durch. Mhm. Und das wollten wir ausnutzen. Und die Ersten hat Phil auch gerade schon in seiner Story gesagt. Ja, wir gehen gleich los. Die Ersten gehen hier schon in Shorts und T-Shirts spazieren. Ja. Und so warm ist es. Bestimmt sehen wir gleich immer noch am Wasser am Schwimmen. Wahrscheinlich, kann ich mir auch gut vorstellen. Und noch ein kleiner Tipp von uns. Wir haben uns ein neues Autoparfüm gekauft. Und das riecht ganz lecker. Also wenn ihr noch einen Duft sucht, probiert das mal aus. Finden wir ganz nice. Leder Patchouli von Rituals. Wir hatten ja schon mal einen Duft, hatten wir ja euch gezeigt damals. Auch von Rituals. Der hat gar nicht gerochen. Also wir wissen nicht, das war glaube ich eine Fehlproduktion. Hat wirklich gar nicht im Auto gerochen. Und jetzt haben wir nochmal so einen Nachfüllpack geholt. Man muss ja nur einmal das Ding kaufen und dann kann man nachfüllen. Und das riecht richtig gut. Also so sieht das aus. Das kommt dann da rein. Sein Plansch hier ein bisschen in der Alster. Oh mein Gott. Hier sonst sieht das nicht aus. Die Gänse haben ihn gerade schon vertrieben, nach dem Motto, hier weg von meinem Grundstück.
Aber der Ausblick ist ja echt schön. Oh, Sam, nicht so viel im Dreck wälzen, komm. Wir wollen eigentlich noch... Da musst du noch mal ins Wasser. So kommst du nicht weiter. Komm noch mal rein. Das war ein bisschen zu viel. Leute, das Leben mit Hund ist wie mit einem kleinen Kind. Wir haben uns gerade kurz hingesetzt auf eine Bank. Sam hat uns hier komplett, ich glaube, schwarz auf schwarz sieht man nicht so, aber hier ein bisschen, hat uns wirklich komplett eingesabbert. Und mein kleiner Finger steckt in seinem Mund. Der riecht jetzt auch dementsprechend, als wenn man ihn aus seinem Hintern geholt hat. Guck mal, die haben hier für die Vögel überall so Kästen gebaut zum Schutz. Ja, ne? Finde ich gut. Oder ist das für die Vögel oder ist das für die Pflanzen? Das ist jetzt die Frage, damit hier Wasserpflanzen wachsen. Ich habe keine Ahnung, ich dachte, du bist vom Fach. Nee, keine Ahnung. Aber hier waren halt sonst immer die Vögel mit ihren Nestern. Ich kann mir schon vorstellen, dass die das mit Wissen geschützter sind. Ja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob es in die Quatsch erzählt oder so, ja, stimmt. Ich weiß auch gerade nicht, ob das eher für die Pflanzen oder für die Vögel ist. Aber hier haben immer die Vögel gebrütet. So, wir haben jetzt zwei Gänse entdeckt in der Konstruktion da. Und Cindy behauptet jetzt, dass es wirklich für Vögel ist. Das ist sicher. Also wie gesagt, wenn es irgendwelche Experten gibt in dem Bereich, bitte einmal in die Kommentare schreiben. Wir haben uns jetzt noch spontan entschieden, bei Ahoy was zu snacken. Um es aufzuwärmen. Ja. Wir sind beide Frostbeulen. Und gleich gibt es dann einen schönen Steak für mich mit Gurkensalat. Und bei dir, glaube ich, die Shrimp-Bowl, ne? Ja. Das zeigen wir euch gleich nochmal. So Leute, hier ist mein Rumpsteak, Kräuterbutter, Gurkensalat und Cindy's Shrimp Bowl. Die sieht schon echt Porno aus. Guten Appetit. Ohne Piep-Piep-Piep. Wow, war der Osterhase heute etwa da und hat Sachen für dich versteckt? Komm, weiter, such! Such! Wow! Wir machen hier jetzt einen kleinen Osterbrunch. Mit Eiern aus der Heißluftfritteuse, Frühlingsquark, Avocado, Gurken, Feuchalachs, Rettich darf nicht fehlen, Frischkäse in jeder Form und Farbe und Rohschinken. Und das Witzige ist, diese Tulpen, wir haben uns so krass daran gewöhnt, die sind ja nicht echt. Die hatten wir, wie hieß der Ort nochmal? Ja, Bad Zwischenahn. Ja, genau. Und da gab es diesen Dekoladen und da haben wir die Tulpen ja geholt und die sehen so echt aus und wir beide haben letztens schon gedacht so, oh, wir müssen die Tulpen mal bald irgendwie retten, weil die schon die Köpfe hängen lassen. Und das kommt ja einfach nur, weil die gerade so auseinandergerutscht sind und die einfach jetzt anders fallen und wir dachten wirklich beide so, oh, die fangen an zu gammeln. Das ist so witzig, weil die so echt einfach aussehen, dass wir es selber schon fast dachten. Die Gassi-Runde ist erledigt. Wir wollen gleich natürlich weiter essen, das sind ja Feiertage. Gleich gibt es da nochmal leckeren Salat. Wir haben hier was von HelloFresh noch rumliegen. Und stimmt, den Kartoffelsalat gibt es erst abends. Ansonsten gibt es heute Abend nochmal warmen Kartoffelsalat mit Mozzarella und Tomaten. Gleich gibt es Spargel und ich kümmere mich in der Zwischenzeit hier mal um das Garderobenteil, was wir unten hinstellen wollten. Das wollte ich eigentlich schon gestern aufbauen, bin aber irgendwie gar nicht mehr dazu gekommen, beziehungsweise hatte auch keine Lust mehr. Schauen wir mal, wie das gleich hier aussieht. Fertig ist die Laube. Ich muss aber ehrlich sagen, ich bin nicht zu 100% begeistert. Erstens finde ich die Goldfarbe irgendwie sehr gelblich. Aber ich sag mal, das geht alles noch einigermaßen. Aber die Verarbeitung war jetzt auch nicht so nice. Und man sieht das ja hier unten auch. Also die Bohrung sitzt irgendwie nicht so, dass das Rohr hier irgendwie gerade ist. Das untere Rohr sitzt irgendwie schief. Aber vielleicht sind das auch so meine Perfektionssachen, aber mich macht das irgendwie schon verrückt. Lag vielleicht auch daran, weil dieses Teil hier, diese Öse, komplett verbogen war bei dem einen Bauteil.
Muss ich mal gucken, ob ich das nochmal auseinanderbaue, ob ich das jetzt einfach so lasse. Und ich würde die Garderobe hier, glaube ich, unten nochmal mit irgendwas beschweren, damit die noch fester steht, weil die ist aktuell noch ein bisschen wobbly. Ich habe die Bubbles jetzt hier wieder abgeklebt, weil die sind schon ein bisschen dicker. Und dadurch, dass die halt auch so weich im Schaumstoff sind, bringen die das Ding extrem zum Wackeln. Also so steht es viel stabiler. Von der Deko her muss ich gleich nochmal gucken, aber ansonsten ist es jetzt schon ein bisschen besser. Ich habe es nochmal auseinandergeschraubt, aber wie gesagt, man sieht da hinten trotzdem noch einen Knick. Leute, wir haben richtig guten Spargel erwischt, der ist richtig lecker. Und ich finde, die Portion ist auch perfekt. Findet Sam übrigens auch. In dem Sinne, guten Appetit. Und da sind wir wieder im Alltag. Wir haben gestern aber tatsächlich an Ostermontag noch ganz schön gearbeitet, bis spät, weil wir beide noch... Oh, hier ist irgendein Haar von Sam. Weil wir beide noch ein paar Sachen fertig machen mussten. Und jetzt fahre ich los, denn mein Brautkleid ist fertig. Es wurde noch was in mein Kleid genäht, damit ich halt nicht so gerötet bin. Ich habe ja so sehr empfindliche Haut und wenn ich das Kleid anhabe, ist mein Körper so rot, weil diese Reibung bei meinem Körper so extrem ist. Also mein Körper reagiert echt so krass empfindlich. Ich habe so sensible Haut. Und da wurde jetzt halt noch was reingenäht. Und ich glaube, sonst wurde aber nichts mehr groß geändert. Das Kleid war beim letzten Mal schon perfekt. Und da freue ich mich jetzt drauf. So halten, wie ich es dir gebe. Weil es schimmert sonst ein kleines bisschen durch. So, das ist das zusätzliche Gewicht, was du tragen musst. Schaffst du das? Na, locker mal deine Hand. Aber du wirst es eh in der Verpackung sehen, weil wir fahren noch zusammen dahin. Was? Du wirst es eh in der Verpackung sehen. Wir fahren da doch zusammen hin. Wohin? Hä, zu unserer Location. Aber ich guck mir doch die Verpackung dann hier an. Hä, man sieht doch eh nichts. Ach so. Du meinst, es schimmert dann durch. Ja, es schimmert ein bisschen durch an der Seite, aber wenn man es so hält... Ich dachte, das ist hier so eine halb durchsichtige Tüte. Ich mach mir hier so einen Stress. Ja. Du zeigst, wie ich in meinem schlimmsten T-Shirt wäre. Ach komm, so siehst du immer aus. Hört euch das mal an. Weißt du, da bist du hier 5 vor 12 vor deiner Ehe, ne? Dann geht's hier schon so ab. Ne? Ja. Ja, nimm mal ein Handtuch mit. Das sind unsere Sporttücher, die kommen wieder in die Tasche. So, ich muss das versuchen, jetzt so in den Schrank zu hängen. Ich muss meinen Schrank ein bisschen aufräumen oben, also ausräumen. Weil die also, Schleppe... Kannst du ja in dem Schwingzimmer doch machen, oder nicht? Ja, ja, genau. Die muss ich komplett ausräumen. Weil ich das ein bisschen auspacken muss, damit ich das nicht nochmal bügeln muss dann. Ja. Und... Ach, wobei, wir müssen dann auch eh den Schleier bügeln. Also, nicht du, sondern also du. Nicole, Maria und ich. Aber... Wenn ich den Schleier bügel, danach brauchst du nicht mehr zur Hochzeit kommen. Ja, wahrscheinlich. Ich habe das eben nochmal probiert, wenn die Schleppe hochgebunden ist. Also das müssen wir auf jeden Fall machen. Und dann sollte das mit dem Tanz aber auch klappen. Weil dann ist nur so ein bisschen Puffer hinten, wenn der hochgebunden ist. Mhm. Dann sollten wir das so bekommen. Dann schiebe ich dich schon. Okay, ja. Tschüss. Ach ja, morgen ist Luise da mit Willi, hat sie gerade gesagt. Ja, ist gut. Aber erst spät abends. Ja. Okay, die wollen wahrscheinlich hierher. Ich habe morgen nichts vor. Ja, habe ich auch gedacht. Das ist doch geil, können wir Willi PlayStation spielen. Willi PlayStation spielen. Ich habe das versprochen. Und ich habe jetzt UFC 5. Also oh Gott. Ihr könnt euch dann ja unten im Büro hinsetzen. Oder? Wir können euch, ja. Oder oben auf dem Balkon. Oder ihr geht einfach am Block spazieren. Oh, das ist übrigens so schade, Leute. Wir wollten eigentlich an Ostern unseren Balkon oben schön machen und haben uns richtig darauf gefreut, uns da dann wieder hinzusetzen, wenn gutes Wetter ist. Es hat Ostern komplett durchgeregnet in Hamburg. Das war so krass. Also, es hat nicht geregnet, es hat geregnet. Geregnet, aber richtig. Es war richtig schön. Also wir waren nur im Gummistiefeln Gassi. Und der Balkon ist jetzt immer noch nicht fresh gemacht. Es lohnt sich gar nicht. Also heute ist das erste Mal kein Regen. Die nächsten Tage soll aber wieder Regen sein, habe ich in der Wetter-App gesehen. Aber dafür ist heute wieder Sturm. Also, lieben wir. Wir haben hier gerade die Kleider
Stange bzw. die Garderobe besprüht. Sieht auch richtig gut aus. Kann ich euch gleich mal zeigen, wenn wie der drin steht. Die trocknet jetzt. Das Witzige ist, wir haben ja heute den Tag heute abgepasst, weil es nicht regnen sollte. Aber es ist super windig gewesen. Das heißt, man konnte gar nicht vernünftig sprühen. Und dann hat es noch angefangen zu nieseln. Also es ist alles super gelaufen. Phil nutzt gerade seine Pause und dreht oben etwas für euch. Und ich nutze meine Pause und sortiere einmal meine Sommerjacken in den Schrank. Die tausche ich ja immer aus. Das hier ist ja unsere Garderobe und da oben will ich jetzt auch mal ein bisschen Ordnung machen. Da sind die ganzen Mützen und so und Schals reingeworfen. Ist natürlich nicht so ordentlich und da versuche ich jetzt ein bisschen Ordnung reinzubekommen. Sieht auf jeden Fall um einiges hier besser aus. Kommt nur nicht so zur Geltung wegen der Dunkelheit gerade, aber das Gold ist jetzt richtig schön. Es ist nicht mehr so senffarben wie eben, sondern sieht richtig schön aus. Und auch mit der Deko da drauf sieht das echt gut aus. Und hier drin ist auch endlich Ordnung. Und auch die Schuhe und so habe ich alles mal sortiert, damit man sich hier wieder zurechtfindet. Ich habe hier jetzt übrigens diese Ablage genommen und meine Schals und Mützen und so hier reingetan. Ist jetzt sehr eng, aber ich muss hier eh nicht ran. Und so ist wenigstens hier auch wieder Ordnung im Schrank. Und da oben sind die Regenschirme, die wir eigentlich eh nie nutzen, weil wir immer eine Regenjacke anhaben. Richtig süß. Ich wollte hier gerade nochmal einkaufen gehen. Und meine Oma hatte uns das geschenkt. Und wir meinten erst, ja nee, wir brauchen keine Beutel. Aber das hat sie einfach selber gemalt. Wir waren so richtig baff und dachten uns so krass. Also richtig schön. Das werden wir so richtig schätzen, ne? Und hüten. Oh Gott, ich habe ihn total vergessen. Ich habe die Uhr hier noch nicht in der Küche umgestellt und dachte, es wäre jetzt erst 7:30, aber dabei ist es 7:30, ne? Du bist gerade noch beim Sport. Ich war ja gerade noch einkaufen und ich habe uns so ein paar Dips hier mitgebracht und Oliven und für Phil Thunfisch, Oktopus. Ich finde das ja gar nicht lecker. Aber wir haben da zum Glück echt einen unterschiedlichen Geschmack. Also bei den Dips und so das Gleiche. Hier noch Fladenbrot dazu. Das werde ich jetzt einmal fertig machen. Aber er mag zum Beispiel nicht so gerne Oliven. Ich mag Oliven. Er kriegt Oktopus. Ich mag keinen Oktopus. Wir teilen uns aber dafür Garnelen. Ja, also das ist jetzt der Plan für heute Abend. Und wir gucken Trash-TV, weil diese Woche kommen richtig gute Trash-TV-Sachen raus. Wir wünschen euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder zu einem neuen Vlog. Vergesst nicht, es kam jetzt Montag auch ein zusätzlicher Vlog online. Also falls ihr den nicht geschaut habt, schaut gerne auf unserem Kanal vorbei, beziehungsweise klickt einfach auf die Playlist hier oben und dann könnt ihr euch den Vlog von letzter Woche Freitag und jetzt letzten Montag anschauen. Und wir sehen uns nächsten Freitag um 18 Uhr wieder. Bis dann, ciao.